Leute, ja, wir sind wieder kurz hier in meinem Revier, ein bisschen Spaß machen. Nein, im Wochenende, ja, ist jetzt vorbei und ich habe euch zwei schöne Videos, sag ich mal, denke ich mal, präsentiert mit einem tollen Schaumsprüher. Ist toll, super, alles in Ordnung, sag ich mal, erstmal sag ich, ja, ich muss die ganze Euphorie ein bisschen bremsen, ne? Denn ich habe gleichzeitig auch ein paar Shops angeschrieben. Ich habe den Hinweis auf meine Videos gemacht oder ich habe euch ja auch ein bisschen aufgefordert, vielleicht eure Shopsbetreiber mal dieses Video zu zeigen, beziehungsweise auch auf den Hinweis zu dem Schaumsprüher. Ja, jetzt haben wir schon Montag, also hat sich ein bisschen getan, so mal vom Feedback von den ganzen Shopbetreibern. Ich habe jetzt schon drei habe ich Feedbacks bekommen und eins hat mir direkt, das war ganz schnell, zukommen lassen, sage ich mal, und mich dann so ein bisschen verschmutzt, beziehungsweise auch von meiner Euphorie so ein bisschen abgebremst. Das ging nämlich darum, da habe ich nämlich gedanklich, ich habe ja im zweiten Teil ja gesagt, wie ist das mit dem Akku, man weiß nicht, ne, wie lange der hält, ich habe keine Langzeiterfahrung gemacht oder so, ich weiß nicht, wie lange der hält, der kann bei mir jetzt 2 Jahre durchackern und bei euch vielleicht nur eine Woche und dann ist er kaputt, dann ist er da traurig, ja, dann sagt ihr, ey, du hast uns so mit voller Euphorie den hier vorgestellt und jetzt ist der schon kaputt, das ist Müll, ist Schrott, ja, das ist halt so bei elektronischen Sachen, ne? Die können mal 2 Jahre halten oder mal nur eine Woche. Das ist natürlich das Risiko an diesem Schaumsprüher. Und das hat mir der Shopbetreiber einer sehr gut vermittelt. Das gibt Probleme ohne Ende. Hier diese Elektronik, Akkuelektronik und alles, was da drin ist. Und ihr müsst nachher nachweisen, dass ihr den ordnungsgemäß benutzt habt. Und ich habe mal die Gebrauchsanweisung nochmal rausgesucht. Und ich habe hier zum Beispiel einen Punkt, die Lagerung. Lagern Sie den Akku in einer kühlen und trockenen Umgebung, Raumtemperatur 15 bis 35 Grad, Luftfeuchtigkeit der Umgebung 65 Grad. Ihr kennt das ja, Akkukälte vertragen die nicht. Also wenn ihr in der Garage hier eure Akku-Bohrmaschinen, Poliermaschinen oder was lagert, müsst ihr gucken, dass es nicht so kalt ist, nämlich das geht nämlich alles auf dem Akku. Und das müsst ihr nachher nachweisen, dass ihr das ordnungsgemäß gelagert habt. Und das ist ein bisschen schwierig. Und dann sagen die Shopbetreiber, oh, das gibt nur für uns Probleme. Wir lassen die Finger weg von solchen Sachen oder von solchen Schaumsprüher. Und dieser Shopbetreiber hat diesen Schaumsprüher auch schon vor 2 Monaten in Betrieb genommen oder ausprobiert und hat dann auch gesagt, hier ja, Garantie und Gewährleistung müssen die stellen und das gibt nur Probleme. Okay, da habe ich gesagt, okay, ja, stimmt, hat er ja recht, das ist ein bisschen dumm gelaufen, sage ich mal. Also meine Euphorie ist ein bisschen runtergegangen oder meine Begeisterung. Ne? Ich wollte euch ja was Gutes tun, ne? Es ist natürlich ein bisschen in die Hose gegangen, das gebe ich auch ehrlich zu. Ihr wart ja auch teilweise, habe ich gesehen in den Kommentaren, sehr begeistert. Ist auch eine schöne Erfindung, sage ich mal. Ne? So, jetzt, ja, jetzt kommt noch was dazu. Jetzt hat ein YouTube-Kanal, YouTube-Betreiber, hat jetzt unter meinem Video irgendwo gepostet, dass er den schon vor einem halben Jahr hatte. Okay. Und hat ihn auch schon getestet und auch so ein paar Schwachstellen, wie ich ja schon genannt habe, dieser Griff, bei ihm wird es dem noch knarzen dazu, ist jetzt bei mir nicht so, aber kann ja sein. Und dann sieht ja auch, hat er ja auch genau das gleiche wie der Shopbetreiber gesagt, die Gewährleistung, Garantie und dann halt Elektronik, Akku, ne, was dann zu Ärger führen kann für die Shopbetreiber. Ne? Da wollen die auch gerne aus dem Weg gehen. So, und dann hat er mich auf was darauf hingewiesen und zwar hat er beobachtet, dass diese Leitung von der Pumpe aus, dieses Metallröhrchen da oben, oxidiert, korrodiert. Und er hat auch pH-neutrale Soforms genommen immer. Habe ich jetzt ja auch immer in den ganzen Tests benutzt, das Ridgeform, Activeform. So, und jetzt habe ich den mal auseinandergeschraubt, Leute, und am ersten Blick, sage ich mal, ist nichts zu sehen. Ihr seht das so am Rohr hier, schaut mal da drücken an, wenn ihr das seht.
Ja, wenn ihr das seht, vielleicht so. Und jetzt schaut mal tiefer in den Bottich rein. Ah, ist schwer zu erkennen vielleicht, aber ich kann oder habe das schon gesehen. Da unten an dem Röhrchen ist also eine Art Mutter. Ja, das ist so eine Mutter. Die ist halt durch den Boden von dem Behälter. Das ist genauso wie bei der externen Akkupumpe mit dem Ventil. Da müsst ihr ja auch von innen die Mutter drauf drehen auf dem Ventil, damit das hält. Und genau diese Mutter, die sieht schon sehr gräulich aus und fleckig, sehe ich gerade. Also da hat der YouTuber recht. Also deswegen möchte ich so schnell wie möglich das Video hier online bringen. Diese Erfahrung, die der YouTuber auch gemacht hat und auch ich hier jetzt gerade sehe, dass das so ist, euch informieren, damit ihr nicht voller Euphorie jetzt hier irgendwo den Schaumsprüher kauft oder beziehungsweise nur mit Vorsicht kauft. Vielleicht ist der eine oder andere sagt, mir ist das scheißegal, ich will den ausprobieren, das scheint ein cooler Sprüher zu sein, ist ja in Ordnung, aber ich möchte nicht nachher verantwortlich sein. Der André, der hat euch hier was Tolles vorgezeigt und einige Informationen zurückgehalten. Ne? Also ich habe ja schon, wirklich mit Ehrlichkeit, habe ich ja schon im ersten Teil gesagt, welche Schwachstellen ich schon herausgefunden habe. Und so gehe ich jetzt auch weiter, wenn mir jemand sagt, ja, ich habe auch Erfahrung mit dem Schaumsprüher gemacht, aber das und das ist mir aufgefallen, dann gebe ich das natürlich an euch weiter, so ehrlich bin ich. So, jetzt möchte ich mich doch an dieser Stelle an den Kanalbetreiber bedanken, dass er mir die Information zugesendet hat, sag ich mal. Du hast bei mir unterm Video kommentiert und du wirst jetzt bestimmt schon gemerkt haben, oh, der hat den Kommentar gelöscht. Ja, habe ich gemacht, habe ich nur ausgeblendet, gelöscht ist er nicht. Aber ich habe den ausgeblendet, weil du ja auch so hingehst und meine Kommentare löscht bzw. mich gesperrt hast. Und ich denke mir mal, gleich mit gleichen ist dann halt so, dass du dann bei mir auch nicht die Plattform bekommst für deine Werbung bzw. für deinen Kanal. Tut mir leid, ich bin zwar nicht so, aber ich bin ja mehr für Zusammenhalt und das finde ich jetzt an dieser Stelle wieder klasse von dir, dass du diese Informationen dann auch geteilt hast, beziehungsweise zu mir, beziehungsweise auch unter meinem Video. Super, das könnte eigentlich immer funktionieren, aber leider ist es halt dann halt so, dass man dich dann ja dann auch ausblendet, beziehungsweise auch ja, ignoriert, sage ich mal. Ich ignoriere dich jetzt da nicht ganz. Ne? Also ich habe jetzt deine Informationen hier mit auch einfließen lassen. Vielen herzlichen Dank nochmal. Also kein Problem. Und das ist, spricht auch, denke ich mal, für meine Ehrlichkeit. Andere wären ja auch für Ehrlichkeit. Ich bin, denke ich mal, auch soweit ehrlich, dass ich das jetzt auch an dieser Stelle sage. Sorry, aber ist halt so. Gut, wir können e-mail-technisch können wir von mir aus uns in Verbindung setzen, wenn es mal was gibt, aber das habe ich dir ja schon mal angeboten, aber das gibt so leichten Stress, denke ich mal. Und deswegen, denke ich mal, sollte man ja manche Kontakte ein bisschen aus dem Weg gehen, sage ich mal. Da bin ich auch ehrlich. Und ja, gut. Aber vielen herzlichen Dank nochmal. Und ja, und euch, liebe Comedy-Zuschauer, wie auch immer. Ja, das war so eine kleine Erst-Euphorie, sage ich mal. Wollte ich so ein bisschen bremsen mit diesen ganzen Informationen, dass man da nochmal drüber nachdenkt. Ne? Nicht das Tolle da. Ich habe, wie gesagt, schon am Anfang die Schwachstellen gesehen. Jetzt habe ich da noch ein paar andere Informationen bekommen, die eventuell gegen den Sprüher vielleicht sprechen. Ja, und für diese Informationen können wir ja ein Däumchen hoch, Däumchen runter abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es noch was gibt. Ich werde den Langzeittest noch mal im Auge behalten. Mal schauen, was damit passiert. Ah ja, noch ein kleiner Tipp. Ja, Tipp, weiß ich nicht. Man könnte vielleicht, ich habe das nämlich überlegt, wenn das korrigiert, das Röhrchen da unten, dann könnte man da so aus Aquariumtechnik, also so einen Schlauch aus der Aquariumabteilung kaufen, den dann drüber stülpen, warm machen, dass er sich da richtig umschließt, das Rohr. Vielleicht ist das was, aber was soll es, ne? Wir wollen ja einen Akku-Schaumsprüher, der in allen Funktionen hundertprozentig verlässlich ist.
Ja, und wenn man da jetzt noch anfängt, den selbst noch zu modernisieren, gerade bei den Schaumsprüher, bei den Schaumeinsätzen, ne, habe ich ja schon diese Überarbeitung gemacht, sage ich mal, damit er so ein bisschen besser wirkt. Ne? Ja, okay, wir machen Schluss. Also Däumchen hoch, Däumchen runter, abonniert mich. Dankeschön, tschüss.